Die sogenannte Zipline nahm in Annaberg ihren Probebetrieb auf. Hinter dem Begriff Zipline verbirgt sich ein Flying Fox-Prinzip. Von insgesamt 4 langen Drahtseilen können Touristen vom Berg ins Tal schweben. Am Beginn steht die Bergfahrt mit dem ganz normalen Skisessellift. Am Sattel angekommen erwartet einen dieses herzige Starthäuschen. Der Sessel rückt näher und das Adrenalin steigt. Denn hier ist man schon ganz schön weit oben. Die Zipline Annaberg ist eine ganz immense Bereicherung für unsere Region. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir heute den Tag der Eröffnung feiern können. Wir haben lange darauf gewartet und lange gehofft und das haben wir auch lange im Hinterkopf behalten, dass wir einen Sommerbetrieb eröffnen können. Gut Ding braucht Weile, heute ist es soweit und wir freuen uns sehr darüber. Natürlich wird jeder Wagemutige vor der Talfahrt gut gesichert. Die Versuchskaninchen kannten keine Furcht und vertrauten dem bequemen Hängesessel. Für das Sichern wurde sich viel Zeit genommen, denn die eigentliche Fahrt ging dann ziemlich schnell. Die Zipline ist 1,3 Kilometer lang. Wir haben einen Höhenunterschied von 386 Metern und man erreicht Höchstgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h. Also schon ganz schön flott unterwegs. Wie alt muss man sein, dass man mit der Zipline mitfahren darf? Also da gibt es 3 Kategorien, die ausschlaggebend sind. Einmal mindestens 8 Jahre, dann mindestens 30 Kilo und mindestens 120 cm Körpergröße. Für die Erbauer dieser Zipline eine wichtige Attraktion, um den Sommertourismus zu beleben. Auch in einem warmen Winter ist die Zipline eine alternative Beschäftigung. Der Klimawandel macht auch vor Niederösterreich nicht Halt. Und um Gebiete nachhaltig bewirtschaften zu können, reicht es einfach nicht mehr, nur auf die Wintersaison zu setzen. Darum haben wir geschaut, was gibt es für Projekte, die wir hier in der Region realisieren können. Und sind sehr rasch auf die Idee gekommen, hier eine Mega Flying Fox, eine Zipline zu realisieren, weil wir einfach auch den Sommer stärken wollen. Gerade hier in Annaberg haben wir im Winter über 100.000 Gäste und im Sommer ist der Lift bis jetzt stillgestanden. Das ändert sich jetzt und wir erwarten uns dadurch einen enormen Schub für die ganze Region, nicht nur für den Lift, sondern für alle Tourismusbetriebe, auch für die Gastronomie. Und darum glauben wir, dass das ein tolles Projekt wird hier. Wer das herrliche Panorama und die rasante Talfahrt genießen möchte, hat jetzt im Herbst noch die Möglichkeit dazu. Wir haben heuer im Herbst noch bis 27. Oktober, jeweils Freitag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr geöffnet. Nächstes Jahr werden wir Mitte Mai starten, haben dann durchgehend Betrieb bis Ende Oktober. Die Berg- und Talfahrt kostet für Erwachsene 34 und für Kinder 25 Euro.